herzlich willkommen beim Murmel-TV. 34. Schwangerschaftswoche. Die Kugel ist ordentlich gewachsen. Bis jetzt keine Dehnungsstreifen, Schwangerschaftsstreifen. Allerdings diese Linie, wie heißt sie? Linea Negra oder so. Kommt zum Vorschein. Ich habe zugenommen, ja, habe ich. Schaue in mein schlaues Büchlein. 10,7 Kilogramm habe ich zugenommen. Mein Bauch hat einen Umfang von 115 cm. Und ja, es wird ein Mädchen. Ja, das waren alle Fakten und Daten, die ich euch so mitzuteilen hatte erstmal. Herzlich willkommen zu einem neuen Schwangerschaftsupdate von mir. Ich habe mir einen Tee gemacht, das dürft ihr auch gerne tun und euch berieseln lassen. Ich bin jetzt in der 34. Schwangerschaftswoche und das Mädchen, der Name ist noch so semi-geheim. Wir haben ihn einmal hier verraten, aber ich glaube, das haben die meisten oder viele nicht mehr so auf dem Schirm. Ist sehr aktiv, also sie tritt sehr viel, also als ob sie vier Arme, vier Beine hat und hat sehr oft Schluck auf. Und das fühlt sich nicht immer sehr angenehm an, wenn sie da die Mama so tritt. Das kenne ich von meiner ersten Schwangerschaft gar nicht so, dass es unangenehm ist, wenn das Baby sich bewegt oder tritt. Also vor allem so da drin, also ich kann das gar nicht beschreiben. Hier, also da hinten drin, quasi da, tritt oder boxt sie mich sehr stark manchmal, was beim Laufen sehr unangenehm ist, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, oder beim Bücken. Da habe ich manchmal das Gefühl, dass mir jetzt gleich schon ein Arm rauskommt oder so, dann so, oh. Aber es ist noch alles drin, alles ist gut. Es sind halt nur so die Empfindungen, ne? Ich glaube, ich sollte vielleicht auch mal ein Video dazu machen, wenn es denn wirklich ein Mädchen wird. Nach der Geburt mache ich mal so ein Video. Den Unterschied zwischen einer Mädchen- und einer jungen Schwangerschaft, wenn man das so sagen kann. Viele sagen ja, dass es unterschiedlich ist. Für mich sind die Schwangerschaften sehr verschieden, wenn es ein Mädchen wird. Also sie ist sowieso verschieden, aber es kann auch sein, dass es auch ein Junge wird und einfach die Schwangerschaft an sich verschieden ist, anders ist. Ich habe mittlerweile Wasser überall, also Hände, Füße, Beine, die schwellen richtig an dann. Also ich trage schon seit Monaten meinen Ehering nicht mehr, weil das nicht mehr so passt. Aber jetzt habe ich halt auch, wenn ich Socken ausziehe, so richtigen Ring um die Waden, wo das Bündchen war. Eigentlich ist so ein Schwangerschaftsupdate so ein totales Jammervideo, ne? Man erzählt halt seine ganzen Wehwehchen. Ich erinnere mich an mein Schwangerschaftsupdate-Video von der, weiß ich nicht, 17. Woche oder so. Da habe ich so gesagt, oh, ich fühle mich gar nicht mehr schwanger, jetzt ist die Übelkeit vorbei und alles ist gut. Und jetzt könnte ich euch hier eine halbe Stunde erzählen, was ich alles für Leiden habe. Was ich aber so doof finde, weil ich fand es immer so doof, wenn Schwangere nur jammern. Ich habe das nie verstanden in meiner ersten Schwangerschaft. Da war alles super und toll. Ich habe mich noch nie so toll gefühlt. Endlich musste ich den Bauch nicht mehr einziehen. Ich habe mich richtig weiblich gefühlt und toll. Meine Haut hat gestrahlt. Ganz reine Haut hatte ich. Ich meine, ich war auch 10 Jahre jünger, ne? Davon mal abgesehen. Aber das war halt richtig toll. Ich bin richtig aufgeblüht in dieser Schwangerschaft. Und in dieser Schwangerschaft ist alles so, pff, alles geht bergab. Ich fühle mich so 20 Jahre älter, als ich sowieso schon bin. Wenn ich morgens aufstehe, dann tun mir die Beine weh, also die Gelenke, die Hände, wenn die so anschwellen im Laufe des Tages, dann kann ich nicht mehr richtig greifen. Ah, dann habe ich immer diese Übungswehen, dann wird der Bauch hart, als ob eine Kugel, eine Betonkugel da drin ist und ja. Also ich nenne es einfach nicht mehr Schwangerschaftsupdate-Video, ich nenne es einfach ein Jammer-Video. Nein, also ich fühle mich hauptsächlich nicht so toll. Und dann lasse ich das jetzt mit dem Jammern und erzähle euch die anderen Sachen. Wir bereiten uns so langsam vor. Ich habe alles schon an die Seite gelegt, das habt ihr auch in einem Vlog gesehen, für die Kliniktasche. Obwohl alles jetzt übertrieben ist. Ist auch geil, der Spruch, ne? Ich habe immer recht. Nein, habe ich nicht. Die haben wir mal geschenkt bekommen, die Tassen. Bernd hat auch so eine mit Mister. Mister hat immer recht. Alles haben wir noch nicht. Es fehlt noch etwas. Ein paar Sachen, aber so das Stammbuch ist schon mal an der Seite gelegt und Anziehsachen. Und also ich würde sagen, 90%, was wir brauchen für die Kliniktasche, haben wir an der Seite gelegt, weil
wenn es jetzt losgehen sollte, dann bräuchte Bernd das alles nur so zack einpacken und dann geht es damit schon mal los. Was ich nicht glaube. Also es wird schon ziemlich pünktlich am Termin kommen, gehe ich von aus. Und fürs Wochenbett haben wir schon sehr viel an der Seite. Da sind wir noch nicht fertig. Also sowas wie Mullwindeln, Stoffwindeln hatte ich bestellt. Da gibt es aber noch ein extra Video zu, was wir da alles für uns als wichtig empfinden. Und nach dem Wochenbett werde ich auch nochmal ein Video machen, was wir wirklich brauchten und was so total Schrott war. Also ich habe so Sachen wie so Balsam für die Brustwarzen und Kühlpads und so sowas habe ich alles bestellt. Ich weiß nicht, ob es mir wirklich helfen wird, ob ich es wirklich brauche, aber ich habe es lieber da, bevor ich so einen Milchstau habe und nichts da habe und unvorbereitet bin. Deswegen, ja, habe ich das lieber alles schon mal bestellt. Also die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Wir fangen an jetzt mit dem Vorkochen. Wir sind ja jetzt 6 Wochen vor dem Entbindungstermin und wir planen halt ganz viel vorzukochen, dass wir ganz viel zu essen da haben und einfach auftauen können, wenn das Baby, das Mädchen nur schreit und uns nicht schlafen lässt und nicht einkaufen gehen lässt und gar nichts machen lässt, dass wir einfach ja essen können und nicht einen Fastfood-Service anrufen müssen. Das kann man natürlich auch immer machen, das werden wir bestimmt auch tun. Aber halt so ein paar gesunde Sachen werden wir uns auch vorkochen. Wir haben so ziemlich alles jetzt bereit gekauft. Ich habe sehr viel gebraucht gekauft, sowas wie Laufstall, Beistellbett. Dann haben wir einen Kinderwagen und den Maxi-Cosi haben wir von Bernds Schwester bekommen. Und dann brauchten wir noch diesen Family Fix, dass man es ins Auto so anschnallen kann, ohne den Maxi-Cosi immer anzuschnallen. Also einfach so klack drauf. Das haben wir alles von eBay Kleinanzeigen gebraucht, gekauft. Ja, da ist vielleicht mal eine Macke dran oder so, aber ja, fand ich jetzt nicht so wichtig, das alles neu zu kaufen. Ich übe ganz fleißig die Atemübungen, die wir im Geburtsvorbereitungskurs ans Herz gelegt bekommen haben. Also tief in den Bauch hineinatmen und also durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen, das übe ich. Also die Hebamme hat gesagt, wir sollen das so 10 Minuten am Tag machen. Ich verteile das immer über den Tag, weil ich irgendwie nie so 10 Minuten habe, wo ich das dann machen möchte. Entschuldigung. Die Müdigkeit, die ist schon die ganze Schwangerschaft da. Ich habe keinen Eisenmangel. Ich muss zwar aufpassen und ich nehme immer meine Tabletten, aber der ist im guten Bereich. Der wird jetzt, heute ist Montag, Mittwoch wird der wieder getestet. Dann nimmt sie immer Blut vom Finger ab, die Hebamme. Achso, für die, die neu dabei sind, ich gehe zu keinem Frauenarzt. Ich mache das alles bei der Hebamme, die Vorsorge. Und ich empfehle euch, wenn ihr den Finger stechen lässt, nehmt den Ringfinger von der Hand. Also ich bin Rechtshänderin, dann nehme ich die linke Hand, den Ringfinger. Nimmt sie einen Tropfen Blut und so hat sie dann den HB-Wert. Sie testet Urin, sie macht einmal kurz CTG, ob so Herztöne alles gut ist. Aber beim Frauenarzt, glaube ich, ist das immer eine halbe Stunde. Und die Hebamme lässt das so 3 bis 5 Minuten dran, wenn überhaupt, ne, einmal hören. Meistens tritt unser Mädchen die ganze Zeit dagegen und boxt dagegen. Die will das sowieso nicht. Die ist jetzt schon eine Kriegerin und stark und weiß, was sie will und was sie nicht will. Und was macht sie noch? Ihr tastet halt die Kindslage. Bis jetzt ist es immer in Schädellage, also Köpfchen unten, so wie es sein soll. Und bis jetzt war der Rücken immer hier auf dieser Seite. Was ich gehört habe, was für die Geburt super sein soll. Weil wenn ja hier der Rücken ist, dann ist ja der Kopf nach hinten. Also es ist kein Sterngucker, nennt man das, ne? Glaube ich. Aber jetzt heute war der Rücken irgendwie hier so mittig mehr. Mal gucken. Noch hat sie ja ein bisschen Platz. Aber die ist schon ordentlich stark, sag ich euch. Die hat richtig Kraft und die tritt auch schon mal richtig gut zu. Ich vergleiche ja immer sehr gerne die beiden Schwangerschaften vom Gewicht her und vom Bauchumfang. Und ich hatte in meiner ersten Schwangerschaft hatte ich leider nur die 32. Woche und dann wieder die 38. Woche notiert. Aber ich hatte damals schon in der 32. Schwangerschaftswoche, also 2 Wochen bevor, wo ich jetzt bin, hatte ich schon über 1 Kilo mehr zugenommen als jetzt 2 Wochen später. Also insgesamt bin ich
schlanker als in der letzten Schwangerschaft, auch wenn ich mich nicht so fühle. Also das empfehle ich euch, ne? Wenn ihr zum ersten Mal schwanger seid oder egal wie viele Schwangerschaften ihr plant, in jeder Schwangerschaft, wo ist jetzt das Blatt? Da. Ja, ist halt ein altes Buch, ne? Das fällt schon mal auseinander. Aber schreibt euch das auf, in jeder Schwangerschaft. Einfach so ein Buch. Ich hätte niemals gedacht, dass ich nochmal schwanger bin. Ich habe das mit meinem ersten Schwangerschaftstest, also von der ersten Schwangerschaft, in einer Schatulle gehabt und immer aufbewahrt, weil ich ja halt einfach das als Erinnerung behalten wollte. Und das ist jetzt total interessant, darin zu lesen. Ich habe hier auch so einen Fragenkatalog in der ersten Schwangerschaft gemacht. So Essensvorlieben, war damals herzhaft, jetzt ist es eher süß. Getränke, habe ich halt total gerne, Fruchtschorle. Ich hatte immer Lust auf Cola und Red Bull. Das habe ich natürlich nicht getrunken, aber ich hatte da total Lust drauf, ne? Also das habe ich mir so 7 Fragen hatte ich mir damals so aufgeschrieben und beantwortet. Das sollte ich jetzt auch mal machen. Und das könnte ich für mein Video nehmen, was ich ja plane, wie unterschiedlich Jungen- und Mädchenschwangerschaften sind. Aber das Video mache ich erst, wenn ich weiß, ob es wirklich ein Mädchen geworden ist, also nach der Geburt. Ja, nehmt euch ein Buch und schreibt euch alles rein in die Schwangerschaft. Da gibt es ja auch so vorgedruckte Tagebücher. Sowas habe ich nicht genommen. Ich habe halt einfach so ein kleines Minibuch. Ja, das war's auch schon. Also dadurch, dass ich euch ja nicht die Ohren voll jammern will, habe ich so nicht mehr viel zu erzählen. Ich versuche halt, das total zu genießen, die Schwangerschaft, weil obwohl es mir schlecht geht, in Anführungsstrichen, also es ist ja nichts Schlimmes. Ich bin halt einfach müde und lege gerne die Beine hoch und liege auf dem Sofa. Also es ist ja jetzt nicht so, mir ist jetzt nicht Hundeelend, ne? Ich versuche trotzdem, das zu genießen, weil ich nicht weiß, ob ich das nochmal fühlen darf, wie sich das Baby so in mir bewegt. Wisst ihr, wie ich das meine? Aber es fällt mir halt schwer, das immer zu genießen, also immer das Positive daraus zu ziehen. Und ich wollte nie so eine Schwangere sein, die so rumjammert und so, wie ich sie halt jetzt bin. Wollte ich nicht sein, bin ich jetzt halt. Und ich verstehe alle Frauen, die sagen, die wollen nicht mehr schwanger sein. Das hätte ich nie gedacht. Ich habe immer gesagt, boah, ich trage euch 100 Kinder aus. Schwanger sein ist so schön. Und jetzt hat sich das alles geändert. Okay, meine Lieben. Das war Schwangerschaftsupdate, 34. Schwangerschaftswoche. Wir werden bestimmt noch ein Schwangerschaftsupdate mindestens schaffen. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.